Hallo, mein Name ist Marc Hunkel von Foodworkers und wir sind im Küchenstudio von Habermehl und Valet. Ich möchte euch kurz unsere vier Soßen vorstellen, einzeln und vielleicht ganz kurz erklären, was man damit machen kann. Unsere Idee war es, wenn ihr eine frische Kiste kriegt oder in einem Hofladen Gemüse einkauft, verschiedene Sachen zu machen, dass wir euch die Grundsoßen dazu liefern. Alle Soßen sind naturmäßig gekocht, nur mit Salz, Pfeffer meistens gewürzt, beziehungsweise natürlich in der Currysoße ein Curry drin. Zutaten könnt ihr auf der Homepage euch anschauen. Wir haben sie dann gekocht und 500 Grammweise abgefüllt für euch. Als erstes haben wir unsere Tomatensoße. Natürlich habt ihr alle Nudeln zu Hause. Und da könnt ihr die Tomatensoße einfach mit Nudeln essen. Oder ihr macht euch verschiedene Gerichte, zum Beispiel eine Zucchini-Pfanne mit Tomatensoße oder nehmt sie für eine Lasagne. Die zweite Soße, die wir haben, ist eine Currysoße. Wenn ihr Gemüse habt, schneidet das einfach in Würfel, bratet das ein bisschen an. Wir haben dazu auch ein tolles Kochvideo. Ihr könnt es aber auch zusammen mit einer Hähnchenbrust genießen und euch ein Hähnchencurry daraus machen mit ein paar Mienudeln beispielsweise. Dritte ist unser Schmand. Der schmeckt richtig super lecker auf Brot. Oder ihr macht euch ein bisschen Gemüsesticks oder nehmt ihn zum Überbacken. Oder wenn ihr so eine Lasagne mit der Tomatensoße zusammen macht, könnt ihr das auch als Ersatz für die, für die Bechamel nehmen, die man normal bei der Lasagne macht. Und als vierte Soße haben wir eine Hühnervelouté. Und die gibt es auch als Gemüsevelouté, die vollkommen vegan ist. Da könnt ihr einfach Kräuter reinmachen, ihr könnt ein Hähnchengeschnetzeltes machen oder ein Schweinefilet in einer Sahnesoße oder ihr reibt ein bisschen Käse rein, habt eine Käsesoße für Nudeln. Das sind unsere zwei weißen Soßen, also einmal als Hühnervelouté und einmal als Gemüsevelouté. Ich danke euch für euer Vertrauen und bin gespannt, wie es bei euch ankommt.